Dankeschön. Es ist so schön, dass ihr da seid. Ich habe vorhin schon überlegt, das wievielte Mal bin ich jetzt hier im Hinterhalt. Und ich glaube, es ist tatsächlich das dritte Mal, oder? Das dritte Mal. Ja, ja. Also auf der Bühne. Genau. Ja, alle guten Dinge sind drei. Obwohl ich natürlich hoffe, dass die ersten beiden Konzerte auch gut gewesen sind. Aber genau. Wir geben immer unser Bestes. Ja. Es ist immer etwas ganz Besonderes, hier zu sein. Und heute Abend stellen wir euch das neue Album vor. Es heißt Wurzeln und Flügel und ist letzte Woche Freitag erschienen. Es ist also jetzt genau eine Woche alt. Und ja, das
letzte Mal, als ich hier mit meinem Soloprojekt war, da standen wir, glaube ich, zu 10 auf dieser Bühne. Heute Abend sind wir zu dritt. Aber ich verspreche euch, das wird trotzdem genauso grandios, weil ich habe ganz tolle Musiker mit dabei. Und zwar am Cello und an den Backing Vocals Elisa Wallis. Und am Piano Mischa Antonov. Ich bin Miriam Hanika und die meisten von euch wissen es schon, ich bin eigentlich Oboistin, aber ich bin auch Liedermacherin und wie das Ganze passiert ist, das werde ich später vielleicht nochmal kurz für den einen oder anderen hier erzählen, der es noch nicht weiß, wie sowas eigentlich geschieht, dass eine Oboistin Liedermacherin wird. Aber jetzt starten wir mit den Liedern. Wer beim letzten Konzert dabei war, das erste Stück, was wir gerade gespielt haben, das ist überhaupt nichts Neues. Aber es eignet sich so wunderbar, ein Konzert anzufangen. Und da wir ja eine sehr lange Etappe hatten, wo wir die Musik nicht live spielen konnten, spiele ich auch jetzt die alten Sachen noch sehr gerne. Corona. Aber es ist auf meiner ersten CD zu finden, Wanderlust hieß das Stück, was ihr eben gerade gehört habt. Jetzt kommen wir zu Wurzeln und Flügel, beziehungsweise erstmal kommen wir zu dasselbe alte Lied. Dasselbe alte Lied heißt so, weil wir auf dieser Erde leider tatsächlich immer wieder in vielen Bereichen dieselben alten Lieder singen. Ja, also es ist ja auch wie so ein geflügeltes Wort, ja, dasselbe alte Lied schon wieder. Und es war eine Auftragskomposition, die mir vor ungefähr, das muss jetzt bald 2 Jahre her sein, dass mir die quasi gegeben wurde, diese Auftragskomposition. Und ich sollte ein Lied schreiben zum Thema Krieg. Und damals war ich erstmal so ein bisschen, oh je, ich habe schon einige Lieder zu dem Thema geschrieben und das ist, finde ich, auch ein sehr heikles Thema. Aber ich habe mich dann hingesetzt und mir ist wieder was eingefallen und das hat mich so überzeugt, dass es auf das neue Album gekommen ist. Und dann hat sich dieses Lied Also es hat sich gelohnt, es zu schreiben, weil wir alle wissen es, wir befinden uns in Zeiten, wo das Thema wieder sehr viel in den Schlagzeilen ist und leider sein muss. Und ich hoffe sehr, dass wir dieses selbe alte Lied eines Tages nicht mehr singen müssen. Es ist das immer gleiche Lied, dieselbe Melodie, die durch unsere Länder zieht. Über Liebe, über Hass, über Frieden, über Krieg, das immer gleiche Lied. Es ist derselbe blaue Himmel, dieselbe weiße Wolke, die vor den Bergen flieht. Dasselbe lang ersehnte Licht, derselbe dunkle Schatten, gleiche Lied. La da da, la da 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 da, la da 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 da. Es sind dieselben Spinnereien, die uns trennen und vereinen, derselbe Unterschied, von dem wir immer wieder meinen, dass er in uns existiert, dasselbe alte Lied. Es ist die gleiche hohe Mauer aus denselben alten Steinen, die an unseren Grenzen steht. Oft zerschlagen und genauso oft wieder aufgebaut, das immer gleiche Lied. La da da, la da 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 da, la da 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 da. Es sind dieselben Machtgefüge, dieselben alten Regeln, nach denen wir wir neiden, statt zu geben, schweigen, statt zu reden, kopieren, statt komponieren. Es sind dieselben alten Worte, viel zu oft gesprochen und doch im Sand versiegt. Worte könnten uns verändern, doch nur wenn man sie liebt, dasselbe alte Lied. La da da. Thank you.
zu oft gesprochen und doch im Sand versiegt. Worte könnten uns verändern, doch nur wenn man sie lebt. Dasselbe alte Lied. Es ist das immer gleiche Lied. Doch wenn es keiner singt, dann wird es leise sein. Und wenn es dann verklungen ist, dann singen wir vielleicht ein neues Lied zu zweit. Vielen Dank. Das war übrigens jetzt gerade nicht die Oboe, sondern das Englischhorn. Ich habe mir gedacht, mit einem zusätzlichen Instrument auf der Bühne ist es noch nicht kompliziert genug. Ich brauche unbedingt noch ein zweites. Ja, aber da erzähle ich dann auch später was drüber. Wir bleiben erstmal bei den ernsteren Themen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne über ernste Themen singe. Ich habe vorhin schon beim Soundcheck gesagt, aus mir wird definitiv kein Kabarettist mehr. Also ja, ich glaube, dazu bin ich tatsächlich einfach zu gerne ernst. Ich mag es, ernsthaft über Themen nachzudenken und zu philosophieren. Und ich liebe es, das Ganze dann in Worte zu fassen. Das ist für mich eigentlich die beste Therapie, die ich mir für mich selbst vorstellen kann. Und ich hoffe, ich weiß es auch von vielen Menschen, die mir immer wieder schreiben, dass es auch für andere diese Wirkung hat, die das hören. Und das ist immer ein sehr schönes Gefühl. Das Lied, was jetzt als nächstes kommt, da geht es um das Thema Tod. Und als ich es das erste Mal in der Öffentlichkeit gesungen habe, kam tatsächlich nachher auch jemand auf mich zu und meinte, ah, es ist ja ein ganz tolles Lied, aber muss da das Wort Sterben so oft drin vorkommen? Und dann habe ich gesagt, ja, es geht überhaupt nicht ums Sterben in diesem Lied, sondern es geht ums Leben. Und es ist tatsächlich entstanden, als ich einen Menschen, der mir sehr nahe stand, im Sterben begleiten durfte. Es war ein, man muss auch dazu sagen, es hängt natürlich davon ab, wie jemand stirbt, aber es war ein guter Tod, der zu angemessener Zeit kam. Natürlich will man nie, dass ein Mensch geht, aber wir alle müssen irgendwann gehen. Und als er dann weg war, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal so diese Gedanken, wenn man so einen richtigen beschissenen Tag hinter sich hat und dann fährt man vielleicht so im Auto nach Hause und denkt sich so, eigentlich hätte ich es jetzt auch gerne alles schon hinter mir. Also nicht so wirklich, dass man das ernst meint, aber so dieser Gedankengang, weil dann wäre ich ja schon wieder bei dieser Person. Ist aber totaler Quatsch, weil man hat dieses Leben und es ist ein Riesengeschenk und man muss dieses Geschenk nutzen. Und das genau ist die Essenz aus manchmal vergesse ich zu leben. Ein endlos langer Tag geht grau zu Ende auf der leeren Autobahn. Das Lenkrad nur noch los in den Händen. Wann ich ankomme, ist mir sowas von egal. Der Himmel kämpft um seine wärmsten Farben, kurz bevor er sie verliert. Und manchmal denke ich ans Sterben, nur damit ich das Leben wieder spüre. Sei du viel zu viel geredet und viel zu viel gesucht.
Vielen Dank. Wir bleiben oder wir werden jetzt philosophisch, poetisch. Ja, ich bin sehr gerne poetisch und philosophisch. Das Lied kennen auch einige von euch ganz bestimmt schon, denn es ist auf dem letzten Album drauf, auf dem Album Luise. Es heißt Gemeinsam einsam. Und irgendwie, je länger ich das Lied spiele, desto schwerer fällt es mir zu sagen, worum es eigentlich so richtig geht. Aber also, es hat eine ganz klare Botschaft und ich glaube, jeder von euch wird sie anders verstehen. Und ursprünglich, irgendwie saß ich zu Hause und habe mir über diese Frage Gedanken gemacht, ob das jetzt so ist, also wie man immer sagt, ne, am Ende sind wir alle eins. Also sind wir alle eins und deshalb eigentlich nie einsam? Oder sind wir eigentlich tatsächlich alle separiert und deshalb immer einsam? Und wenn wir alle eins sind, sind wir dann gemeinsam einsam, solange wir leben? Weil oft fühlt man sich ja einsam. Auch in einer riesigen Masse von Menschen kann man sich furchtbar einsam fühlen. Und das muss ich dazu sagen, es ist kein Lied, was während Corona entstand. Nein, obwohl man das glauben könnte, weil da waren wir, glaube ich, fast alle gemeinsam einsam. Wie auch immer, hört es euch an und vielleicht findet ihr für euch eine ganz andere Bedeutung. Gemeinsam einsam.
Tag zu Ende geht, hörst du auch das sanfte Rauschen. All die Engel, die du kennst und doch nie beim Namen nennst, lass uns ihren Liedern lauschen. Sinken wir hinab in diese Nacht. Es ist bestimmt, vielen Dank. Auch das nächste Lied dürfte so einigen von euch bekannt sein. Es heißt Der Astronaut. Und es geht um einen Astronauten, der ins All fliegt und von dort auf der Erde keine einzige Grenze entdecken kann. Ein paar von euch kennen wahrscheinlich Alexander Gerst, der genau das getan hat. Ja, er ist als Astronaut ins All geflogen und hat dann der Welt auf wirklich wunderschöne Art und Weise klargemacht, dass man von dort oben keine Grenzen sehen kann und wir alle so klein und unwichtig sind. Das Lied habe ich geschrieben, bevor er das gemacht hat, das muss ich immer dazu sagen. Und es entstand eigentlich aus einer Diskussion heraus, in der ich mich nicht klar artikulieren konnte, in der ich quasi meine Fassung verlor und völlig wutentbrannt und sehr enttäuscht herausgegangen bin. Mit diesem Menschen habe ich danach leider auch nie wieder ein Wort gewechselt. Es war eine ziemlich prekäre Situation und ich hab es bedauert. Es ging eigentlich um die Frage, also damals war die Flüchtlingskrise in vollem Gange, ja, 2015. Ich habe damals in München am Hauptbahnhof gewohnt und ich habe das hautnah mitbekommen und es hat mich sehr betroffen gemacht. Es gibt genug Menschen, die sich irgendwelche Sachen im Internet anschauen, es dann anders wahrnehmen und dann auch eine andere Meinung zu diesem Thema haben. Aber für mich gibt es ein paar Grundsätze im Leben, die sich an ich würde mal sagen, humanistischen Thesen entlanghangeln, die, wenn man sie außer Acht lässt, einfach nichts Gutes mit sich bringen können. Und ja, so sind wir in diese Diskussion hineingeraten und dann bin ich hinausgegangen. Und das, was ich immer mache, wenn ich etwas nicht so gut ausformulieren kann, ist, ich denke drüber nach und dann schreibe ich meistens auch ein Lied darüber. Und so
ist der Astronaut entstanden. Ich wär gern ein Astronaut, so richtig weit draußen im All. Ich weiß, das ist nicht realistisch, Fliegen ist gar nicht mein Fall. Doch dann könnte ich dir endlich beweisen, dass man von dort keine Mauern sieht, dass es bei uns von oben gesehen keine einzige Grenze gibt. Ich hätte von dort ein Foto gemacht und es dir später gezeigt und wäre es online viral gegangen, vielleicht hättest du es geliked. Dann müsstest du nicht mehr verzweifeln an deinem Establishment, den Illuminaten und Linksliberalen und wie man die alle so nennt. Vielen Dank. Eine kleine Umbaupause. Keine Angst, die zwei kommen wieder. Versprochen. Es gibt so Lieder, die muss ich am Klavier spielen, weil ich sie dort geschrieben habe und dann irgendwie, dann kann ich sie nicht mehr loslassen. Und dann ist da auch selten noch ein Platz für, also selbst wenn dann die Oboe noch dazu kommt, was bei dem Lied, welches kommt denn überhaupt zuerst? Gute Frage, das hier, glaube ich. Genau, bei dem Lied, bei dem Titellied des neuen Albums, Wurzeln und Flügel, da gibt es eigentlich ein sehr schönes Oboen-Solo, aber ich spiele es einfach so gern am Klavier, dass ich das dann auf die Seite lasse. Wenn ihr das hören wollt, dann müsst ihr euch die CD oder die Schallplatte kaufen. Habe ich nämlich beides mit. Was ich auch mit habe, sind meine neuen Texthefte. Da findet ihr alle Texte der letzten drei Alben. Es kommen nämlich immer wieder Leute zu mir und sagen, ja, also das ist ja alles wunderbar, aber ich würde so gerne die Texte mitlesen und im Booklet sind die so klein und überhaupt. Und deshalb habe ich das dann gemacht, ja. Und das hat dieses Mal ein sehr talentierter Grafikdesigner sehr schön auch designt. Das passt wunderbar zur CD dazu. So, das war der Werbeteil. Wurzeln und Flügel, ja. Die zwei Lieder, die jetzt kommen, gehören eigentlich zusammen. Und es geht ganz stark darum, sich selbst zu finden oder seinen Platz im Leben zu finden, sagen wir mal so. Weil dieses Wort Selbstfindung, das klingt immer schnell so esoterisch.
Ich kann ja immer nur aus meiner Warte erzählen, deshalb fällt es mir auch leichter, es aus meinem Leben heraus zu erzählen. Ich bin eine Liedermacherin, die auch Oboe spielt. Das sind nun zwei Dinge, die sehr, ich sag mal, nischig sind. Ja? Also sowohl die Oboe, die eigentlich ins Orchester gehört, und selbst dort haben die Oboisten, die haben zwar eine super wichtige Funktion, aber ihr kennt wahrscheinlich alle einen Haufen Solo-Geiger, Solo-Pianisten, Solo-Sänger, aber Solo-Oboisten kennen ganz wenig Leute. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Oboe ein so kompliziertes Instrument ist. Und dann außerhalb der Klassik gibt es erst recht keinen großen Platz mehr für die Oboe. Das andere, der Liedermacher, ja, das ist ein Wort, was jahrelang sehr eingestaubt war, nicht besonders modern, was jetzt so ein bisschen aus der Versenkung wieder herausgehoben wird und manchmal auch sehr missinterpretiert wird, wie ich finde, weil für mich bedeutet Liedermacher wirklich, dass ich ein Macher bin, also dass ich es selbst in die Hand nehme, dass ich es mache, dass ich meine eigenen Texte singe, dass ich meine Sachen selber arrangiere, selber ausführen kann. Und ja, es ist zwar jetzt wieder modern, ein Liedermacher zu sein, aber ich kenne wenig wirkliche Liedermacher und deshalb bin ich immer sehr dankbar, mein tolles Label Sturm und Klang zu haben, wo so viele echte Liedermacher unterwegs sind. Also wenn ihr Zeit und Lust habt, dann hört euch doch auch mal durch die anderen Künstler dort durch. So, es gab auf meinem Weg viele Leute, die mir geholfen haben, mein eigenes Ding für mich zu finden. Unter anderem meine Familie. Und während Corona habe ich meine Familie natürlich sehr vermisst. Ich konnte sie nicht besuchen, weil der eine Teil meiner Familie wohnt in NRW, der andere in Hessen. Ich muss mindestens 4 bis 5 Stunden Auto fahren, bis ich dort bin. Und mit dem Zug dauert es noch länger. Und darum habe ich dann viel darüber nachgedacht, was das eigentlich soll, dass vor allen Dingen die Leute meiner Generation in die Welt hinausziehen. Es ist alles wunderbar, man kann wirklich überall hingehen und alles machen. Und dann 10 Jahre später stellt man plötzlich fest, huch, jetzt bin ich wirklich ganz weit weg von allem und kann nicht mehr zurück. Das ist nicht unbedingt was, was ich bereue, aber manchmal doch bedauere. Und dann ist mir dieser Kalenderspruch durch den Kopf gegangen. Was sollen Eltern ihren Kindern mitgeben? Wurzeln und Flügel. Ja? Und daraufhin ist dann ein ganzes Lied zu diesem Thema entstanden. Und das heißt Wurzeln und Flügel. Ich atme ein allerletztes Mal und geh mit festen Schritten Richtung Tür. Ich bin ganz still, ich brauche nichts zu sagen. Wie gerne bliebe ich bei dir. Aus meinem Weg ist nie ein Ziel geworden. Jede Route endet in der Wirklichkeit. Wo will ich hin? Müsste lügen, würde ich nicht sagen, ich will heim. Die Welt ist groß, doch größer als die Welt ist meine Sehnsucht nach dem Ort, wo ich verstand, dass ich Wurzeln brauche, nur damit ich ganz in den Himmel wachsen kann. Fort in andere Gefilde, lass dich los in meiner Fantasie. Mein Heimatort, ein Paradies, Gebilde für dich genug, doch genügt hat er mir nie. Du hast mir einst die Flügel selbst gegeben, jetzt wo alles mich an deiner Seite hält, ist jedes neu gebaute Nest schon zaubert und innerlich entstellt. Die Welt ist groß, doch größer als die Welt ist meine Sehnsucht nach dem Ort, wo ich verstand, dass ich Wurzeln brauche, nur damit ich ganz in den Himmel wachsen kann. Weit weg von dir, in Unbekannt.
ich ergreife, was immer mich erfasst. Ist jeder Aas, nachdem ich mich verzehre, doch nur ein Halm aus lang verdorrtem Gras. Ich ziehe vor den anderen Kontinente, hab schon lang vergessen, wer ich bin. Auch wenn ich längst nach Hause fliegen könnte, wie Icarus zur Sonne hin. Und ich habe es jetzt schon angekündigt, das nächste Lied gehört eigentlich unmittelbar dazu. Eigentlich gehört es tatsächlich davor, weil es ist das Lied, was man singt, wenn man ja, es vielleicht noch nicht geschafft hat, von zu Hause vorzugehen oder seinen eigenen Weg zu finden. Es heißt In deinen Spuren. Und ich denke, jeder von uns kennt dieses Gefühl, wenn man in den Spuren eines anderen läuft, obwohl man es eigentlich gar nicht möchte. Und jeder kennt auch das Gefühl, wie es ist, wenn man sich davon dann befreien kann. Das ist nämlich richtig gut. Ja, es passt auch, es gehört auch musikalisch, also tonal. Ich mache mal hier an der Stelle gerne so einen kleinen Musiktheorie-Talk, auch wenn ich nicht weiß, ob das überhaupt jemanden außer mir interessiert. Aber es gehört in der Theorie gehört es an dieses andere Lied mit dran, an Wurzeln und Flügel, weil das fing so an. Und In deinen Spuren beginnt so. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, wie diese zwei Tonarten zueinander stehen. Okay, ist auch nicht so wichtig. Es ist die Paralleltonart. Ja, mein großes Ziel ist es eines Tages, nicht erzwungen, aber so ganz unbeabsichtigt, quasi das wohltemperierte Klavier für Liedermacher geschrieben zu haben. Also wer das wohltemperierte Klavier nicht kennt, das ist eine Stückesammlung von Bach, wo er wirklich in jeder Tonart ein Stück geschrieben hat. Ich bin schon auf einem guten Weg dorthin, aber mal schauen, wie lange es noch dauern wird. So viel dazu. Das ist das letzte Lied vor unserer Pause. Und es ist auch das letzte Lied für unsere Zuschauer im Livestream. Wer also mehr sehen und hören möchte, hier in dieser wunderbaren Location mit diesen fantastischen Leuten, die das hier seit Jahren so wahnsinnig toll auf die Beine stellen, ja, hier im Hinterhalt, der muss unbedingt vorbeikommen. Und ich muss es in letzter Zeit mehr denn je betonen, wie wichtig das ist. Wir werden dann, wenn die KIs alles übernommen haben und diese Welt eigentlich uns gar nicht mehr so richtig braucht, dann werden wir merken, wie wichtig Kunst und Kultur ist. Da bin ich mir sicher. Und das leitet gut über zu In deinen Spuren, weil dann ist es nämlich wieder wichtig, dass man lernt, wirklich seinen eigenen Weg zu gehen. Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich dich vor mir. Wie du läufst und zu mir sagst, es ist nicht weit von hier. Hin zu jenen Orten, wo die Zeit im Flug verrennt. Wo mein Leben bleibt und ich doch nie lebendig bin, in deinen Spuren. Ist einfach.
und bequem. Alles bleibt so, wie es war, und ich bleibe stehen. Und jeder Kilometer, den ich jetzt noch mit dir gehe, führt mich weiter weg von diesem Beben. Was ich spüre, wenn ich den Horizont am steilen Klippen, wo es nur nach vorne geht. Weit zur Seite scheren heißt, dass man den Halt verliert. Und am Strand, wo nach und nach die raue Flut verspielt, deine alten Spuren in die Meerestiefen spürt, reißen meine Lieder deine alten Grenzen nieder. Frag ich mich, wohin ich laufen würde, wenn jeder Kilometer, den ich jetzt noch weiter bekannten